Ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben, alle Freunde darüber hinaus. Heute eine ganz wichtige Gebetserhörung. Vor 3 Tagen ungefähr habe ich erbeten, dass durch die Windkrafträder, durch die Wasserkraftwerke und durch Solarkraftwerke und durch die Kläranlagen, die Strom erzeugen in Verbindung mit den Toiletten, dass die das 100-fache bis millionenfache an Power liefern. Und im Endeffekt darum gebeten, dass sie so viel Strom, Energie erzeugen, wie nötig ist, in aller Ewigkeit. Das heißt, das Stromkontingent ist gedeckt. Das war die kurze Nachricht, die ich euch geben wollte. Das Gebet wurde erhört und nun haben wir genügend Strom bis zur Endzeit. Also seid beruhigt. Das wollte ich euch mitteilen. Euer ewiger Manuel Schell aus City. Tschüss, Papa.